Hate Speech und Hasskommentare sind ein Phänomen, auf das man wahrscheinlich zwangsläufig stößt, wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Und naja, für vermeintlich Unbeteiligte ist es meistens ärgerlich oder auch mal widerlich und ekelig, aber man kann es vielleicht beiseite schieben. Für die Betroffenen hat das häufig extrem heftige Konsequenzen und das wiederum hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt. Das Phänomen Hate Speech, was genau man darunter versteht, seine Bedeutung für die Gesellschaft und wie jeder Einzelne damit umgehen sollte, das untersuchen und vermitteln unsere heutigen zwei Gäste schon seit vielen Jahren. Frau Judith Kirberger, Medienpädagogin und freie Mitarbeiterin der Grimme Akademie, und Frau Aicha Riffi, Film- und Fernsehwissenschaftlerin und Leiterin der Grimme Akademie. Wir sind sehr froh, dass Sie heute Abend hier sind und sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag über den Umgang mit Online-Hate-Speech. Gut, wie üblich gibt es nachher wieder Zeit für Fragen, Diskussionen und anschließend auch noch ein kleines Catering, Stullen vom Café Dreiklang und Getränke im Foyer. Viel Spaß bei dem Vortrag und damit übergebe ich an Sie beide. Vielen Dank. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Aicha Riffi. Ich freue mich, dass ich hier bin mit meiner Kollegin Judith Kirberger. Danke für die Einladung. Es geht um das wunderbare Thema Online-Hate-Speech. Das macht nicht immer Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber wir beschäftigen uns seit ein paar Jahren mit dem Thema. Das Grimme-Institut sitzt in Mahl. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, vom Grimme-Institut schon mal gehört haben. Unsere Aushängeschilder sind natürlich der Grimme-Fernsehpreis. Einmal im Jahr prämieren wir gutes Fernsehen. Wir glauben also daran, dass es im Fernsehen gute Sachen gibt. Und einmal im Jahr haben wir auch den Grimme Online Award. Wir glauben auch, dass es im Netz gute Sachen gibt und die zeichnen wir auch aus. Also dem Grimme-Institut geht es um das Thema Medienqualität. Und die Grimme Akademie, die ist gegründet worden vor vielen Jahren, weil die Preise ja nur so einmal im Jahr stattfinden und man gesagt hat, nein, wir wollen auch das ganze Jahr über mit der Medienbranche in Kontakt bleiben. Wir sind also aufgerufen als Akademie, Veranstaltungen, Seminare, Workshops für die Branche zu organisieren und anzubieten, viel auch für den Mediennachwuchs, also für Leute, die mal was mit Medien machen wollen. Und auch da sind die Themen bei uns irgendwie gravierend. Ja, wie ist denn das mit den Medien, in den Medien? Was läuft da gut? Was läuft da schief? Was könnte man verbessern? Von Seiten der Branche auch aus. Also was können die MedienmacherInnen auch verbessern? Aber auch wir gucken darauf, was können andere verbessern? Auch User und Userinnen, Nutzer und Nutzerinnen. Das sind so unsere Themen. Und so sind wir an das Thema Online-Hate-Speech gekommen. 2014 bin ich gefragt worden, ob wir an einem europäischen Projekt teilnehmen wollen zum Thema Online-Hate-Speech. 2014 habe ich gesagt, ja, das könnte ein interessantes Thema werden. Ich glaube, wir haben da nicht so viele Probleme mit. Das war dann tatsächlich so, also wir haben dieses europäische Projekt gemacht und angefangen zu recherchieren, wo findet Hate Speech, Hass im Netz statt, wie gehen da die Profis mit um? Das so war irgendwie so 2014 und 2015 sind dann zwei Sachen passiert, die ich sehr einschneidend fand. Einmal der Anschlag auf Charlie Hebdo, auf das Satire-Magazin in Frankreich und dann die Tatsache, dass sehr viel mehr Menschen nach Deutschland gekommen sind, als man gedacht hat und im Netz ist da was passiert und ist da was explodiert. Auf einmal war überall Hass im Netz und damit beschäftigen wir uns seit 2014. BRICS war damals das Projekt und wir beschäftigen uns damit nicht auf klassischer, also wir sind ja keine Universität, das Grimme-Institut, wir machen also keine eigene Forschung, sondern wir gucken eher, was machen die Unis, was sagen die Journalisten und Journalistinnen, was sagen die Medienpädagogen und Medienpädagoginnen, was sagen andere Branchen und tragen das ein bisschen zusammen und versuchen dann daraus zum Beispiel Materialien zu entwickeln oder Projekte zu entwickeln, die auch anderen helfen kann bei der Frage zum Umgang mit Online-Hate-Speech. Also wir machen etwas, was wir Wissenstransfer oder Praxistransfer nennen. Das machen wir zu dem Thema Online-Hate-Speech seit 2014. So bin ich mit dem Thema in Kontakt gekommen.
Und da wollen wir jetzt heute ein bisschen Ihnen ein paar Aspekte näher bringen, die bei unserer Arbeit wichtig sind, die uns aufgefallen sind. Und gerne können wir dann auch diskutieren, was Sie da interessant finden, welche Fragen Sie haben. Dein Kontakt war ein bisschen anderer und somit steigen wir eigentlich auch in den Vortrag ein. Ja, hallo, Judith Kielberger. Ich arbeite als freie Referierende Medienpädagogin zu dem Thema und bin tatsächlich über die Grimme-Akademie an das Thema gekommen. Ich habe 2016 als studentische Hilfskraft angefangen, in der Grimme-Akademie zu arbeiten, habe da in einer Buchpublikation zu dem Thema mitgearbeitet und hatte so einen kleinen Rechercheauftrag und sollte einfach mal gucken, wo findest du so Beispiele. Und ich habe mir damals gedacht, Facebook war damals tatsächlich noch ein Ding. Und ich habe mir gedacht, ach, wo könnte man Beispiele für Hass im Netz finden? Und bin dann auf die Facebook-Seite einer großen deutschen Zeitung mit B gegangen und habe dort einen Artikel gefunden, der dort verlinkt war und der hieß höchste Geburtenrate seit 33 Jahren, Deutschland hat wieder mehr Babys. Und ich habe mir damals gedacht, das ist ja eigentlich ganz gut, weil wir haben ein Problem, wir brauchen mehr Nachwuchs, das ist ja eigentlich, was Schönes. Das fand aber nicht jeder und nicht jede so. Hol doch, Judith, das habe ich dann ganz kurz gemacht. Und dann habe ich darüber eine sozialwissenschaftliche Abschlussarbeit geschrieben, nämlich genau mit dem Thema ein Hoch auf die importierten Geburtsmaschinen mit einem Untertitel. Ich habe mich mit rechtsextremen Gruppierungen im Internet beschäftigt und inwiefern die Online-Hate Speech nutzen. Und das war mein Einstieg, für den ich ein wenig Ärger dann nachher bekommen habe, weil ich damals noch mit meinem Klarnamen kommentiert habe und ist so schlau, weiß ich nicht. Ärger nicht, aber den Hinweis, dass das vielleicht nicht so, ja, genau. Genau, das war so ein bisschen mein persönlicher Einstieg. Und seitdem beschäftige ich mich damit, arbeite mit der Grimme-Akademie zusammen, viel mit Kindern und Jugendlichen zu dem Thema. Und genau, darum soll es heute gehen. Wenn wir über Online-Hate-Speech referieren oder aber Workshops geben, dann machen wir ganz häufig die Erfahrung, dass es immer irgendjemanden gibt, und das ist eine valide Meinung, zu sagen, naja gut, das ist alles ganz furchtbar, aber dann mache ich halt mein Handy aus, dann mache ich halt meinen Laptop aus und dann, ja, dann ne, ist es halt, also stört mich jetzt nicht. Und ich finde das ein Stück weit auch richtig, sich gerade von negativen Nachrichten und aber auch Hass im Netz ein Stück weit abzukanzeln. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das machen kann, dass man eben ausmachen kann. Das ist aber an der Lebensrealität total vieler Menschen einfach vorbei, weil das können zum einen Betroffene von Hass im Netz nicht, das können Betroffene von Rassismus und anderen Diskriminierungsformen können das einfach nicht. Und das Problem verschwindet ja nicht, wenn wir einfach unser Handy ausmachen. Gerade wenn wir uns das Nutzungsverhalten, das Mediennutzungsverhalten Jugendlicher und junger Kinder anschauen und auch uns anschauen, wo informieren die sich eigentlich, dann ist es das Internet, dann ist es nicht mehr das analoge Fernsehen, sondern dann tun die das über TikTok, um nun beabsichtigt oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache. Aber das ist eben die Lebensrealität junger Menschen. Und was dieses, na gut, dann mache ich halt mein Handy aus oder ich schalte halt meinen Laptop aus, was das eben auch nicht verhindert, ist, dass der Hass, den wir im Internet feststellen und der einfach da ist, dass der sich dann tatsächlich in einen analogen Hass oder einen analogen Hass manifestiert. Und das beobachten wir eben leider immer wieder. In unserer Arbeit hat es sich gezeigt, dass wir vorab immer bestimmte Begriffe oder benachbarte Begriffe, nennen wir diese, definieren. Weil wenn wir über dieses Phänomen sprechen, gerade mit jungen Zielgruppen, gibt es viele Begriffe, die dann so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Und das sind zum einen Cyberbullying oder Cybermobbing, das ist Trolling und das ist der Shitstorm. Es gibt noch andere, aber diese drei haben wir jetzt hier mal aufgeführt. Und diese Begriffe korrelieren natürlich irgendwo und Online-Hate-Speech kann Teil von Cybermobbing sein und andersrum. Uns ist aber wichtig, die nochmal aufzudröseln. Wenn wir von Cybermobbing oder Cyberbullying reden, dann meinen wir damit etwas, was meistens eine Einzelperson trifft
Und ganz häufig ist es eben so, dass es eine Fortsetzung des analogen Mobbings oder des Offline-Mobbings ist, also beispielsweise in der Schule. Häufig ist es eben auch so, dass TäterInnen und Opfer sich kennen oder eine persönliche Beziehung zueinander haben. Und hier wird häufig aufgrund vermeintlicher Individualmerkmale diese Person herabgewürdigt. Beim Trolling wiederum, und es gibt richtige Trollnetzwerke im Netz, sprechen wir von einer Art ungerichteten oder nicht zielgerichteten Äußerung im Netz. Und das kennen wir alle. Es gibt einfach Menschen, die wahnsinnig gerne provozieren, auch im Offline-Leben. Und im Netz wird das aber nochmal deutlicher, weil das Hass dann tatsächlich einfach ein Hobby. Das macht den Spaß zu provozieren. Und je mehr man dann tatsächlich dagegen hält, desto mehr Spaß haben die auch daran. Der Shitstorm wiederum, das kennen wir von allen Seiten, das kennen wir aus allen politischen Lagern, ist eine Stürmung und Besetzung eines virtuellen Terrain. Und Ziele sind hierbei, es können Einzelpersonen sein, aber meist eben Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben stehen. Das können Organisationen sein, Institutionen, das können aber eben auch Marken sein, wenn wir da jetzt beispielsweise an Nestle denken. Und ich finde es immer wichtig, dann auch nochmal zu sagen, ein Shitstorm kann natürlich auch auf eklatante Missstände aufmerksam machen. Er wird dann aber zum Problem, wenn er vor allem aus einem politischen Lager kommt und eine absolut überzogene Kritik mit sich bringt, die dann Menschen ja, überrollt. Das konnten wir beim Umweltsau-Skandal 2019 beobachten, der durch einen Shitstorm von, man konnte es ja nachher rekonstruieren, dass dieser Shitstorm gegen den WDR bzw. gegen die SchreiberInnen dieses Liedes, dass sich das vor allem von zwei rechten Twitter-Accounts ausging, die dann wiederum andere Twitter-Accounts mobilisiert haben und aktiviert haben, dass diese dann die Kritik weitertragen und weitere Kommentare posten. Das bringt dann natürlich Sachen auch in die Medien, das bringt Sachen in die Öffentlichkeit, macht manche Dinge aber auch einfach größer, als sie tatsächlich sind. Und ich glaube, da ist das Umweltsau-Beispiel eine ganz gute Veranschaulichung für. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass Sie das kennen. Kennen Sie das? Wissen Sie, worum es geht? Am Beispiel Umweltsau, ich sehe Nicken. Okay, wenn nein, dann Kopfschütteln. Okay. Was meinen wir, wenn wir von Online-Hate-Speech reden? Ich möchte Ihnen jetzt gar nicht irgendwelche Definitionen vorlesen. Je nachdem, aus welcher Disziplin wir das heraus betrachten, gibt es immer unterschiedliche Aspekte, die in die Definition mit einfließen. Ich finde die Definition von Miriam Sponholz, das ist eine Medienwissenschaftlerin, ganz schön, weil die so knackig ist. Und sie sagt unter anderem, dass es eben das Herstellen menschlicher Minderwertigkeit durch Kommunikation ist. Und da ist dann wiederum auch in diesen Definitionen ist der Unterschied zu Cybermobbing und Cyberbullying recht klar. Bei Online-Hate-Speech wird eine Gruppe von Menschen aufgrund vermeintlich, und das betone ich, geteilter Merkmale herabgesetzt. Ich gehe mal weiter. Und diese meist eben marginalisierte Gruppe, das kann jede mögliche Gruppe sein. Die Merkmale, auf die sich Online-Hate-Speech beziehen, die sind dann eben kollektive Gruppenmerkmale, also zum Beispiel eine Ethnizität, ein gelesenes Geschlecht oder eine sexuelle Orientierung, Herkunftsmerkmale, Aussehensmerkmale, solche Dinge. Online-Hate-Speech kann aber in verschiedensten Formen sichtbar werden. Ganz häufig denken wir da an so Facebook-Kommentare wie die, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, aber sie kommen eben auch in bildlicher Form vor, also in Form von Memes beispielsweise. Das ist so ein Bild, mit dem wir eigentlich immer arbeiten, das wir immer gerne zeigen, also ein arabisch gelesener Mensch, der ein Kamel
küsst oder auf jeden Fall irgendwie sich mit diesem anscheinend sehr nahe ist, darunter, ja, ich will. Wenn man das Jugendlichen zeigt und auch jungen Erwachsenen, auch Erwachsenen, generell, wenn man das zeigt, kommt das ganz häufig vor, dass Menschen irgendwie lachen und das ein bisschen witzig finden. Und das ist eben das Gemeine dabei, weil Online-Hate-Speech eben auch als Humor rüberkommen kann. Die Motivation, und dazu kommen meine Kollegen gleich auch nochmal, wieso Menschen Online-Hate-Speech verbreiten oder wieso das gerade im Internet so präsent ist, kann dabei total unterschiedlich sein. Nur um das kurz anzureißen, es gibt Hassgruppierungen im Netz, die das ganz gezielt ausnutzen und einsetzen, um Diskurse zu besetzen, politische Ziele durchzusetzen. Genau. Wenn wir über gesellschaftliche Dimensionen von Hass im Netz sprechen, dann finden wir, dass man das auf drei Ebenen machen muss. Und das sind zum einen die Betroffenen, die wir uns angucken müssen. Also wir müssen uns angucken, welche Gruppen sind besonders häufig eben Ziel von Hass im Netz. Wie können wir diese unterstützen? Wie können wir diese schützen auch? Da müssen wir uns aber auch die TäterInnen angucken. Wir müssen uns angucken, wieso verbreiten diese Menschen eben den Hass, den sie in sich spüren? Macht denen das Spaß? Fehlt es denen an etwas? Können wir diese Menschen irgendwie noch erreichen? Wir müssen uns eben aber auch eine große Gruppe im Netz angucken. Das sind die stillen BeobachterInnen, die das schon mitbekommen, dass Hasskommentare im Netz existent sind, dass auf Twitter gehatet wird und so weiter, die aber nicht unbedingt Ziel davon werden und das vor allem eben nur konsumieren oder rezipieren. Und da müssen wir uns fragen, wie können wir genau diese Gruppe eben darin bestärken, aktiv zu werden? Oder wie können wir diese Gruppe auch dafür schützen, sich nicht Opfer zu werden? Es gibt, ich hatte das eben schon mal kurz gesagt, im Prinzip kann jede Gruppe oder vermeintliche Gruppe Ziel von Online-Hate-Speech werden. Das können MigrantInnen sein, das können Homosexuelle sein, das können Transpersonen sein, weiblich gelesene Personen, das können VeganerInnen sein, das können, und daran machen wir das immer so ein bisschen fest, es können aber auch Menschen sein, die sich wahnsinnig für das Wohl von Katzen einsetzen und damit Menschen, die vielleicht sich fürs Vogelwohl einsetzen, diskutieren. Also wie gesagt, im Prinzip kann es jede Gruppe sein. Es gibt aber natürlich Gruppen, die besonders häufig davon betroffen sind und da ist die Studienlage auch recht eindeutig und das sind nämlich vor allem eben PolitikerInnen, MigrantInnen, Angehörige der LGBTQ-Community, weiblich gelesene Menschen, MuslimInnen, Jüdinnen und Juden. Und dann kommen noch vor allem auch JournalistInnen dazu, die eben in der Öffentlichkeit arbeiten und stehen. Interessant ist auch, dass Studien eine Häufung in der Generation Z, also den Menschen, die zwischen 97 und ich glaube 2012, je nachdem, welche Definition man sich anguckt, geboren sind. Und das sind tatsächlich auch genau die Menschen, die dann in Befragungen angeben, besonders unter Hass im Netz zu leiden. Das wiederum führt zu unseren Thesen, die wir vertreten, nämlich, dass Hass im Netz nicht nur für im Netz seine Auswirkung hat, sondern eben auch gesamtgesellschaftliche Folgen hat. Und das zum einen eben auf der Ebene der Betroffenen. Betroffene sagen immer wieder, dass sie psychische, aber auch physische Folgen von Hass im Netz spüren. Und da kann man dann eben nicht mehr einfach nur das Handy ausmachen oder den Laptop zumachen, weil wenn man tatsächlich davon betroffen ist, dann führt das unter Umständen dazu, dass ich meinem Job nicht mehr weiter nachgehen kann. Und das ist ja ganz klar, wenn ich Journalistin bin, ich publiziere dazu, ich publiziere vielleicht zu Themen, die gerade gesellschaftlich umkämpft sind und werde dann von einer Hasslawine überschüttet, werde im Zweifel auch noch gedoxt, also meine privaten Daten und so weiter werden weitergegeben, dann schränkt mich das da in meiner Berufsausführung ein. Wir glauben außerdem, dass Online-Hate-Speech die Debattenkultur im Netz gefährdet
Und das lässt sich ganz eindrücklich daran einfach erklären, dass je mehr Hass im Netz da ist, desto mehr werden Menschen sich aus solchen Debatten auch zurückziehen. Weil wenn ich auf Instagram irgendwie eine Diskussion lese und ich lese dann nur rassistische Beleidigungen oder sexistische Beleidigungen, dann muss ich auch irgendwie dreimal überlegen, boah, habe ich darauf jetzt Lust, mich darauf einzulassen und eventuell selbst dessen Ziel zu werden? Habe ich darauf wirklich Lust? Und das beschreiben wir als Silencing, dass stille BeobachterInnen, aber auch Betroffene sich ganz aktiv aus Debatten im Netz zurückziehen und an diesen eben nicht mehr teilnehmen. Und das wiederum schränkt unsere Meinungsvielfalt ein. Wir sind davon überzeugt, dass es verschiedene Meinungen geben muss und dass das eine Demokratie irgendwo auch aushalten muss, verschiedene Meinungen. Dass wir aber eben eine Vielfalt brauchen. Und wenn dann unter einem Beitrag der Bild, der auch noch 2 Jahre später genauso dasteht, und wahrscheinlich jetzt auch noch, ich hatte keine Zeit, das irgendwie nochmal nachzugucken, auch die Lust, nochmal auf die Bildseite zu gehen. Aber wenn dort wirklich die ersten 50 Kommentare nur irgendwie rassistische Beleidigungen, Abwertung von Geflüchteten oder die Gleichstellung von Frauen mit Geburtsmaschinen sind, als stille Mitleserin hat man dann schnell das Gefühl, okay, dann ist das ja vielleicht die Meinung, die einfach so, die dominiert. Vielleicht ist das ja die Mehrheitsmeinung. Und dass es nicht so ist, das rückt dann erstmal in den Hintergrund. Das heißt, Online-Hate Speech verzerrt auch teilweise unsere Wahrnehmung. Und das ist auch dem geschuldet, dass durch Algorithmen beispielsweise häufig, und das ist leider so, negative Kommentare viel mehr Traffic auf den sozialen Plattformen erhalten. Die bekommen mehr Likes, die bekommen mehr Kommentare. Klar, was polarisiert, das kommentieren wir auch mehr. Das führt dann aber eben dazu, dass wir so eine Art Ungleichgewicht haben. Und das konnten wir leider in der letzten Zeit verfolgen, führt Online-Hate Speech halt auch zu analogem Hass. Und das konnten wir in Neuseeland in Christchurch beobachten. Das konnten wir in El Paso beobachten, wo ein Mensch eine lateinamerikanische Invasion konstruiert hat und aufgrund dessen Menschen ermordet hat. Das konnten wir in Halle beobachten. Das konnten wir in Hanau leider auch beobachten. Und was diese Beispiele eben gemein haben, ist, dass die TäterInnen sich unter anderem eben im Netz radikalisiert haben. Und da teilweise entweder ihre Manifeste vorher auf Imageboards gepostet haben oder aber sogenannte Achievement-Lists hochgeladen haben. Das kommt aus dem Gaming, also da wurde vorher ganz genau festgelegt, beispielsweise bei dem Attentäter von Halle, der hatte vorher festgelegt, wie viele Menschen er ermorden wollte. Und in der rechten Szene hat das, dass er das Gott sei Dank nicht in dem Ausmaß, in dem er es vorhatte, geschafft hat, tatsächlich zu Spott geführt. Und es wurde dann überlegt, wie könnte er es denn besser machen? Aber das zeigt eben leider, dass wir Hass im Netz wahrnehmen müssen und auch als tatsächliche Bedrohung für unsere Demokratie und eben für vulnerable Gruppen sehen sollen. Und damit übergebe ich. Oder vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, zu fragen, ob Sie Fragen haben. Bisher. Das sieht nicht so aus. Dann übergebe ich an dich. Oder auch andere Einschätzungen. Das wäre für uns auch tatsächlich spannend. Also wenn nicht jetzt an dieser Stelle, dann gerne auch am Ende. Wir planen ja so, dass wir auf jeden Fall noch Zeit haben. Also insofern gehen wir gar nicht hier hin und sagen, dass wir der Weisheit letzter Schluss gefunden haben bei dem Thema. Da ist ja auch viel in Bewegung. Also uns interessiert auch, und deshalb sind wir auch hier hingekommen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, ob Sie da andere Einschätzungen haben oder ob Sie auch was von der Art und Weise, wie wir oder auch andere Institutionen mit dem Thema umgehen, ob Sie da was problematisieren würden oder es anders machen würden. Das wäre spannend für uns. Ich springe jetzt mal eine Folie. Genau, das ist gut. Da stehen ganz viele Sachen, die Sie auch schon wissen, also oder die man schon geahnt hat. Also das ist jetzt auch nicht die neueste Erkenntnis, aber trotzdem finden wir das wichtig, in diesem Zusammenhang nochmal irgendwie zu erwähnen, auch weil wir ja den Vortrag genannt haben zum Umgang mit Online-Hate-Speech.
Weil da ja auch Sachen stehen oder beziehungsweise Antworten sind auf so bestimmte Äußerungen, die wir hören. Also natürlich stimmt es zum Beispiel, dass es Hass schon viel länger gibt als das Internet. Und natürlich stimmt es, dass Fake News, dass es die schon gab, bevor Donald Trump auf die politische Bühne gekommen ist und getwittert hat. Und natürlich stimmt es, dass Verschwörungserzählungen eine ganz lange Geschichte haben. Das stimmt alles, diese Sachen sind keine neuen Phänomene, aber das Internet hat diese Phänomene schon verstärkt. Also wir kommen viel, viel schneller mit diesen Sachen in Kontakt und die Leute, die das verbreiten, können natürlich auch eine viel größere Zielgruppe erreichen. Und das ist schon eine Veränderung, die dazu führt, dass man damit umgehen kann. Also die Phänomene sind nicht neu, aber das Internet ist der berühmte Verstärker. Und da kann man fragen, wieso ist das so? Dann wird immer auch gesagt, ja, ja, klar, und das können Sie vielleicht auch beobachten. Auf der Straße sagt man Leuten nicht das ins Gesicht, was man vielleicht in einem stillen Kämmerchen vor sich in den Computer hackt. Also es gibt diese Distanz, es gibt diese Enthemmung. Immer wieder fordern Leute, dass Klarnamen Pflicht werden, die Anonymität aufgehoben wird. Ich frage mal kurz, wer ist dafür, dass Klarnamen Pflicht werden? Keiner mehr, hat sich auch schon durchgesetzt, hat nämlich tatsächlich was Kontraproduktives. Also um nur zu sagen, ich heiße Aisha Riffi, wenn ich irgendwie mit diesem Namen in bestimmte Diskussionen eintrete, dann braucht es zwei Klicks und jeder weiß, wo ich wohne und wo meine Familie wohnt. Also Anonymität ist ein Schutz und so soll das natürlich auch bleiben. Aber ich bin dann auch wieder verblüfft. Hier ist es ganz klar, dass man manchmal dann Diskussionen verfolgt, was weiß ich, ob öffentlich oder in Veranstaltungen, wo immer wieder Leute sagen, Anonymität muss abgeschafft werden. Also da muss man einfach nochmal einen Schritt weiter denken. Genau. Also warum ist das im Netz so? Warum so viele? Filterblasen, Echokammern sind auch komplizierte Begriffe. Da gibt es ja auch den Streit darüber, ob es wirklich sowas gibt wie Echokammern. Aber wir können natürlich ganz klar sagen, wenn man immer die gleiche Meinung hört und sich immer in seinem, ich habe das früher einfach Biotop genannt, in sich in seinem Biotop bewegt, dann und zu wenig sich mit anderen Meinungen beschäftigt, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man irgendwann denkt, ja, ist alles klar, die Erde ist eine Scheibe, so ungefähr. Also man muss da schon noch andere Sachen ranlassen. Und wenn alle einen bestätigen, dass das dann zur Radikalisierung führen kann, das haben wir nicht nur in den USA gesehen, das haben wir auch in Berlin gesehen vor dem Reichstag. Die Normverschiebung in der Gesellschaft ist auch immer so ein Thema, das diskutiert wird. Das wäre auch interessant für uns, wie Sie das wahrnehmen. Ganz rein subjektiv gesprochen, ich komme noch aus der Kohl-Ära. Ich habe 16 Jahre Helmut Kohl erlebt und gegen den wurde auch unglaublich viel demonstriert und es wurde ein Ei geworfen. Meine These wäre trotzdem, dass was Helmut Kohl aushalten musste, ist in keinem Verhältnis zu dem, was Angela Merkel aushalten musste, an Kommentaren, Angriffen, an Bildern gegen ihre Person. Ich bin tatsächlich, würde ich sagen, so aufgewachsen, dass es da eine rote Linie gab und meine These wäre, dass diese rote Linie überschritten wird und wurde. Und zwar in dem Fall nicht nur im Netz, sondern auch im Analogen. Den Dunning-Kruger-Effekt kennen Sie dann höchstwahrscheinlich auch schon oder wenn man den als nicht unter diesem Titel kennt, dann hat man das meistens schon mal in seinem Leben irgendwo erlebt, dass es tatsächlich so sein oder so ist, und dazu gibt es tatsächlich eine schöne Forschung auch, dass Menschen, die etwas nicht wissen, aber trotzdem davon überzeugt sind, sich nicht abbringen lassen, sondern eigentlich das Nichtwissen für sie nicht so zu den Effekt hat wie, tut mir leid, dazu kann ich nicht sagen, sondern das gefühlte Gefühl, dass man das eigentlich richtig erkannt hat, führt dazu, dass man wahnsinnig krass und extrem argumentiert. Und das kann man im Netz, also wer von Ihnen hat sowas schon beobachtet? Ja, also das scheint ein wunderbares Phänomen zu sein. Und bei diesen ganzen Sachen, die wir so aufgezählt haben, was wir beobachtet haben, von Hasskommentaren und wie sich Leute im Netz bewegen. Wir bringen immer ganz viele Beispiele, das ist mir nur eben eingefallen, die haben mit Jugendlichen und jungen Menschen zu tun. Hate Speech ist kein Jugendphänomen.
Das ist etwas, was alte Leute im Netz auch machen und das machen auch ein paar Junge, aber das ist, die Mehrheit ist tatsächlich meistens schon lange nicht mehr in der Schule. Trotzdem finden wir es natürlich wichtig, mit Jugendlichen dazu zu arbeiten. Wer von Ihnen findet den Begriff Hass gut gewählt? Wer von Ihnen sagt eher, es ist ein problematischer Begriff? Also, weil Hass ist natürlich, man kann es irgendwie nicht, also nicht 1+1 ergibt Hass so ungefähr. Es ist ähnlich wie Liebe, erklären Sie mal Liebe. Das ist tatsächlich für jeden ein bisschen anders und das ist auch bei dem Thema Hass und Hasskommentare natürlich bei jedem ein bisschen anders. Deshalb haben wir keine Definition, die eindeutig sagt, das ist ein Hasskommentar und das ist aber nur schlechte Laune so ungefähr, sondern wir müssen darüber reden, was Hass im Netz ist. Wir können uns schon ein bisschen orientieren. Ich klicke immer falsch rum. Genau. Wir können uns schon ein bisschen orientieren an bestimmten Sachen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, wenn ich einen Kommentar lese, der fängt an mit, ich habe nichts gegen geflüchtete Menschen, aber dann sind schon hier alle, ne, alle Sinne sozusagen geschärft, dann weiß man so ein bisschen, was kommt. Und das sind so ein paar von diesen klassischen Elementen, die man immer wieder in Hasskommentaren findet. Das ist jetzt auch nichts Neues, wenn man in dem Bereich arbeitet. Und wenn man in dem Bereich vielleicht auch im Social Community Management tätig ist, ist es ganz gut, sich diese Elemente nochmal genau anzuschauen, weil die sind vielleicht auch, also wenn man das weiß, auch hilfreich, wie man zum Beispiel antwortet, wenn man die Entscheidung getroffen hat, zum Beispiel auch zu antworten. Oder wenn man die Entscheidung trifft, dass man etwas löscht, dann ist das vielleicht schon auch so etwas, was einem helfen kann. Also für mich wäre zum Beispiel klar, dass eine bestimmte Form von Gleichsetzung, hier die Gleichsetzung Moslem gleich unterdrückte Frauen oder aber geflüchtete Menschen gleich Ratten, das wäre für mich die rote Linie. Das wäre sozusagen, wie ich sage, da ist für mich die Grenze, da lösche ich, blockiere ich oder so, da diskutiere ich auch nicht mehr. Also insofern können diese Elemente, die, wie gesagt, Ihnen höchstwahrscheinlich bekannt sind, schon auch helfen, sich das zu vergegenwärtigen und für sich auch eine Entscheidung zu treffen, wo diskutiere ich noch und wo diskutiere ich nicht mehr oder wo kann ich dem anderen vielleicht auch mal sagen, hör mal, merkst du eigentlich, dass du immer diese wir versus die Gegenüberstellung machst? Ist dir das eigentlich bewusst? Warum machst du das? Wo grenzt du ab? Wo fängt wir an und wo oder hört wir auf, wo fangen die an? Also dafür finde ich das ganz sinnvoll. Das und diese Infos und andere Infos finden Sie natürlich auch im Netz bei den verschiedenen Institutionen, die auch Informationsmaterial zum Thema Hate Speech anbieten. Da kommen wir gleich noch zu. Da geben wir Ihnen auch ein paar Beispiele, wo Sie dann solche Seiten auch einfach mal irgendwie für Ihre Arbeit nutzen können. Ich komme mal zu dem Punkt Beispiele. Genau, da drücke ich hin. Das ist ein Beispiel, also wenn wir in Workshops arbeiten, also hier wird ja nichts fotografiert, das ist mir jetzt auch ganz wichtig. Und wenn wir das irgendwie ins Netz stellen, dann muss das natürlich geschwärzt werden, weil wir nicht zur Verbreitung von Hass im Netz und auch nicht zur Verbreitung von nationalsozialistischen Symbolen beitragen wollen. Aber jetzt für diese Runde mal das Beispiel. Wir arbeiten in den Workshops mit Beispielen. Wir arbeiten nicht mit Materialien, die wir ins Netz stellen mit Beispielen, aus den eben genannten Gründen. Und in Workshops arbeite ich gerne mit Beispielen, um darüber zu diskutieren, was ist denn das jetzt eigentlich? Was machen wir mit sowas, wenn sowas gepostet wird? Das ist jetzt das Beispiel, wo sich alle relativ schnell einig sind. Das ist nämlich die Verbreitung von Symbolen, die in Deutschland verboten sind. Der Satz ist da gar nicht mehr so relevant, das ist justiziabel. Das ist ein Beispiel dafür, das kann ich melden, das kann ich der Staatsanwaltschaft irgendwie melden, da müsste eigentlich die Justiz aktiv werden, weil das verboten ist, so etwas zu machen. Sind wir uns alle einig oder haben Sie dazu eine Frage? Genau. Interessant werden dann die Beispiele, wo wir diese berühmten Graustufen haben. Ich habe tatsächlich gestern so ein bisschen überlegt, ob ich neue Beispiele raussuche. Ich muss mich dafür entschuldigen. Ich habe dann irgendwann beschlossen, ich habe keine Lust zu suchen.
Das ist so ein bisschen manchmal der Effekt von dieser Arbeit bei diesen Themen, dass ich dachte, nee, ich gehe jetzt gerade mal nicht so in diesen Foren. Aber wir können trotzdem über Beispiele reden, die Grauzone sind. Eben das Bild, was wir Ihnen gezeigt haben mit dem arabisch gelesenen Menschen. Das macht natürlich Sinn, da mal darüber zu diskutieren, wie würden Sie mit so einem Post umgehen, wenn der bei Ihnen auf der Seite ist. Ist das die schlechte Laune oder ist das Satire? Oder ist das, was wäre, wenn das Kamel eine Kuh wäre und der arabisch gelesene Mensch ist ein bayerisch gelesener Mensch? Wäre das dann witzig? Das werfe ich Ihnen jetzt einfach mal so in den Raum. Also das ist für mich irgendwie so ein Punkt, wo ich merke, wenn wir über den Umgang mit Online-Hate-Speech in unserer Gesellschaft reden, dann geht das, und uns was überlegen, dann geht das nicht ohne Diskussion. Dann müssen wir das aushandeln, dann müssen wir uns einig werden oder beziehungsweise verschiedene Standpunkte austauschen, wo wir sagen, das adulten wir, aber das finden wir nicht mehr sozial verträglich und das, was justiziabel ist, das werden wir auch melden. Aber wenn alles, was justiziabel ist, weg ist im Netz, haben wir trotzdem noch Hass im Netz. Also deshalb ist es wichtig, wirklich an diesen Sachen irgendwie zu diskutieren. Ich habe Ihnen trotzdem ein Beispiel mitgebracht, und zwar ein Beispiel jetzt nicht, wir haben irgendwie früher angefangen mit Facebook, das ist jetzt nicht mehr so das relevante Netzwerk, das heißt, Hass geht ja auch von so Seiten, die eher mehr öffentlich sind, in so nicht öffentliche Bereiche rein, also in die Messenger-Dienste, Telegram. Das wissen wir ja, ist zum Beispiel ein Messenger-Dienst, wo Sie sehr viel Hass im Netz finden. Aber das sind ja dann auch so manchmal geschlossene Gruppen oder so. Also der Hass ist nicht nur in diesem, auf dieser einen Seite des Netzes, sondern auch in anderen Bereichen des Netzes. Und in so einer Telegram-Gruppe ist eine Diskussion entstanden. Da ist das Beispiel ja ganz aktuell, Corona. Kinder müssen Masken in Schulen tragen. In meiner Familie ist eine Lehrerin und die hat, und ich habe Ihnen nur den Anfang mitgebracht, diesen Brief bekommen. Kann man lesen, oder? Ich lese das nicht vor. Da ist alles drin, was sich so zur Zeit irgendwie an Themen irgendwie wiederfindet. Dieser Brief ist, glaube ich, insgesamt, ich glaube mal irgendwie 6-mal so lang wie das, was da steht. Da wird dann im Laufe des Briefes auch noch erklärt, warum die Bundesrepublik Deutschland noch im Kriegsrecht ist und die Verfassung von 1840 eigentlich stimmt und dann wird die Lehrerin auch noch als pädophil bezeichnet, Satanistin und so weiter und so weiter. Und es bleibt also auch nicht bei diesen sie sind das, sondern die Bedrohung, die ja jetzt auch da schon in der Zeile ist, die wird irgendwie wiederholt. Und das ist aus zweierlei Gründen natürlich irgendwie bemerkenswert. Also einmal sind das sozusagen Äußerungen, da muss man sich Hilfe holen. Wenn man so etwas bekommt, dann kann man das nicht mit sich alleine ausmachen, weil man auch das Ausmaß nicht ausmachen kann. In dem Fall ist das auch an die Staatsanwaltschaft gegangen und die hat auch ermittelt. Also weil da werden persönliche Bedrohungen in einem Maße geäußert, die tatsächlich, also da braucht man geschützten Raum, da braucht man Profis, die das einschätzen können. Also die Härte, wie Leute angegangen werden, ist einfach sehr extrem. Und das andere, was bemerkenswert ist, ist tatsächlich an dem Fall, dass ich da bei Telegram diese Tatsache, also es waren Elternforen, der Auseinandersetzung irgendwie zum Maskentragen in Schulen so gesteigert hat, dass andere, die gar nicht irgendwie an dieser Schule aktiv sind, also aber auch in diesen Telegram-Gruppen dann aktiv sind, tatsächlich dann Adressen und Namen aufgreifen von Menschen
und denen dann Briefe schicken. Also das, finde ich, ist ein bemerkenswertes Beispiel für Sachen, die sich irgendwo im Netz abspielen und dann wieder nach außen gehen und wieder zurück ins Netz und so weiter und so weiter. Und da ist es natürlich, was den Umgang anbelangt, nicht mehr mit so klassischen Methoden irgendwie möglich, da anzugehen, die vielleicht die Süddeutsche Zeitung irgendwie benutzen kann, um gegen Hasskommentare im Netz aktiv zu werden. Also das wirklich nur mal so als Beispiel für das Ausmaß und das Panorama, in dem wir uns da bewegen. Zwei Sätze zur Rechtslage. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es gelten die gleichen Gesetze wie auch sonst gelten. Trotzdem hält sich im Internet ja oft, in diesem Internet ja oft irgendwie die Meinung, dass die Meinungsfreiheit alles erlaubt. Das ist immer ganz schön, wenn Leute, die eigentlich sich mit dem Rechtssystem überhaupt nicht oder einverstanden sind, dass wir haben, dann aber mit dem Grundgesetz argumentieren. Das ist ja auch ein bisschen absurd. Und natürlich immer das Grundgesetz nennen und sagen, hier Meinungsfreiheit, ne, wieso werde ich hier blockiert, wieso wird das irgendwie gelöscht, wieso kriege ich da Probleme, das ist doch irgendwie Zensur, es gilt doch die Meinungsfreiheit. Da finde ich immer die Antwort wirklich richtig, irgendwie zu sagen, naja, guck mal auf Paragraph 2, die Meinungsfreiheit ist auch etwas, oder Meinungsfreiheit muss auch in einem gewissen Rahmen passieren oder ist nur in einem gewissen Rahmen gültig. Und wir haben in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Paragraphen. Das sind nur einige, die man da nennen kann, wo man sagt, da ist die Grenze der Meinungsfreiheit erreicht. Und wenn Leute dann schreien, Zensur, Zensur, dann muss man denen auch deutlich machen, dass das nichts mit Zensur hat, sondern dass das was damit zu tun hat, dass hier Gesetze gebrochen werden bei bestimmten Kommentaren, bestimmten Äußerungen, bei bestimmten Bildern und so weiter. Na. Können wir vielleicht auch gleich im Anschluss dann auch noch mal kurz diskutieren, die Frage der Zensur und der freien Meinungsäußerung. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen thematisch, aber wir kommen da jetzt noch mal irgendwie am Stück zu, nämlich zu der Frage, wie gehen wir um mit Hass im Netz, individuell oder auch als Institution? Wer von Ihnen hat in einer WhatsApp-Gruppe, in einer Telegram-Gruppe, auf Instagram, auf TikTok schon mal einen Hasskommentar kommentiert, gemeldet? Okay. Ah ja, doch, ein paar mehr. Das ist schön. Wir unterscheiden, wenn wir über den Umgang sprechen, immer zwischen einem individuellen Umgang, den wir alle als Individuen in WhatsApp-Gruppen, in Familiengruppen und so weiter ausüben können, und einem institutionellen oder organisatorischen Umgang. Und wenn es ums Individuelle geht, ist es jetzt doof, weil ich hier immer so klicken muss. Alles gut, ich habe einen langen Arm. Dann unterscheiden wir zwischen strafrechtlich relevanten Inhalten, und das ist eben recht eindeutig, die können wir melden, die können wir auch anzeigen. Ich bin 2016, ich komme aus Bottrop. Und in Bottrop gab es eine Debatte zu einem Geflüchtetenheim, und auf so einer Infoseite der Stadt Bottrop, oder nicht der Stadt Bottrop, es war eine inoffizielle Infoseite auf Facebook mal wieder, wurde darüber diskutiert, 2016 oder 2015 war das. Und da waren echt schwierige Kommentare dabei, da waren Hasskommentare dabei, da waren rassistische Äußerungen dabei. Und ich habe diese Sachen ausgedruckt und bin damit zur Polizei gegangen. Passiert ist gar nichts. Ich wurde so ein bisschen belächelt, und es wurde dann gesagt, ja, wenn da was passiert, ja, dann schauen wir uns die Screenshots mal an. Trotzdem bringt es aber etwas, diese Sachen anzuzeigen. Zum einen, weil sich zwischen 2016 und jetzt natürlich einiges getan hat. Die Behörden sind sensibilisierter. Immer noch nicht alle leider. Das konnte Jan Böhmermann ja auch vor einiger Zeit eindrucksvoll zeigen, dass es eben doch nochmal darauf ankommt, zu welcher Behörde man geht, zu welcher Polizeibehörde. Aber nur wenn wir sie eben offiziell irgendwo anzeigen, fließen sie eben auch in Statistiken ein. Und das ist eben so wichtig. Und wir können auf sehr einfachem, niedrigschwelligen Wege Inhalte im Netz anzeigen. Wir müssen die nicht mehr screenshotten und uns die URL irgendwo noch aufschreiben und dann damit zum nächsten Polizeipräsidium gehen, so wie ich das damals gemacht habe.
sondern es gibt Online-Meldestellen. Davon zeige ich Ihnen gleich auch noch eine. Was wir aber auch immer tun sollten, ist, uns zu positionieren und Dinge auch beim Namen zu benennen. Also zu sagen, hey, dass du gerade irgendwie sagst, gut, das ist jetzt nicht strafrechtlich Relevantes, aber zu sagen, ja, bei mir ist eine neue Nachbarin eingezogen und die ist aber total nett, also die ist Türkin, aber die ist nett. Dass das rassistisch ist, niedrigschwellig rassistisch zumindest, das können wir auch als solches benennen. Und das können wir auch bei strafrechtlich relevanten Dingen tun. Weil häufig ist das eben den Leuten gar nicht so bewusst, dass es eben problematisch ist. Was wir aber eben auch tun sollten, ist zu unterscheiden, wo positionieren wir uns. In einer Familiengruppe ist das wahrscheinlich unkomplizierter und ungefährlicher als in einem Forum mit Rechtsextremen. Und dann auch noch mit Klarnamen zu posten, ist nicht immer so die beste Idee. Genau. Wenn wir über nicht strafrechtlich relevante Dinge oder Inhalte reden, dann sollten wir die Unterscheidung machen, ob wir mit Menschen, die wir kennen, also FreundInnen oder Familienmitgliedern, Bekannten reden, oder aber ob es gänzlich fremde Menschen sind. Und das konnten wir während der Corona-Pandemie und dem Aufkommen der Querdenkenbegegnungen oder Corona-LeugnerInnen, denke ich, auch ganz eindrucksvoll sehen. Es macht einen Unterschied, ob ich diese Person kenne, mit der ich argumentiere, ob es Corona wirklich gibt oder nicht, oder ob das eine wildfremde Person in einem Internetforum ist. Weil zu den Menschen, zu denen ich einen Bezug habe, da kann ich ganz anders rangehen und ich kann aber auch die Methode natürlich ganz anders wählen. Wir sollten Solidarität zeigen mit Betroffenen und das ist eben für Betroffene total wichtig zu sehen, dass wenn beispielsweise sexistische Kommentare irgendwo auftauchen, dass jemand sagt, das ist sexistisch, oder sagt, hey, ich finde deine Arbeit total wertvoll, die du leistest. Und auch wenn es nur ein Kommentar ist, so Betroffene sagen das immer wieder, das ist eben total wichtig. Dieser eine Kommentar ist total wichtig dann in dem Fall. Wir können blockieren, sowohl als Betroffene als auch als Menschen, die das einfach nur irgendwo lesen. Was wir aber eben nicht tun sollten, ist, es zu ignorieren. Und all das fällt im Prinzip auch schon unter den Begriff, den wir Counter Speech nennen. Da komme ich gleich. Ups, da, so. Wenn wir beispielsweise eine Instagram-Seite von einem Lehrstuhl oder von einer Institution moderieren, dann sind die Zugänge natürlich ein bisschen anders. Die meisten Institutionen, Organisationen haben ja Moderationsteams, die sich damit auseinandersetzen, eben solche Kommentare zu moderieren. Und ich habe Ihnen hier ein Beispiel der Etikette der Tagesschau beigefügt. Das kann man alles einsehen im Netz. Und das ist eben so ein Beispiel für eine Etikette. Also die sagen, bitte kommentiert konstruktiv, seid höflich, lasst euch nicht provozieren, all solche Dinge. Und hier dann auch nochmal den Rückbezug auf diesen Vorwurf der Zensur, den wir in vielen persönlichen Diskussionen immer wieder feststellen, aber eben auch, wenn man gesellschaftlich darüber debattiert, dass eben ganz häufig dieser Vorwurf kommt, ja, das darf ich ja alles gar nicht mehr sagen. Im Endeffekt, wenn man aber eine Instagram-Seite managt oder eine TikTok-Seite, dann hat man das Hausrecht und ich kann schon entscheiden, was unter meinen Beiträgen stehen darf. Und wenn ich mich dafür entscheide, dass dort rassistische Inhalte kommentiert werden, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Ich kann mich aber eben auch dazu entscheiden, solche Sachen zu löschen oder zumindest zu kommentieren. Und das nennen wir dann moderieren. Es gibt mittlerweile super viele Tools, gerade von Instagram und von TikTok, beispielsweise Wortfilter, die filtern vorab gewisse Wörter raus. Also rassistische Äußerungen, das Z-Wort, das N-Wort, solche Dinge. Das kann man aber natürlich umgehen, indem man beispielsweise Buchstaben durch Zahlen ersetzt, dann arbeiten diese Filtersysteme nicht mehr. Was man aber auch machen kann, ist beispielsweise Kommentare erst später freigeben, dass sie dann erst später erscheinen. Und damit arbeiten die meisten großen Plattformanbieter, damit arbeiten die meisten großen Medienhäuser bereits.
Ich hatte es eben angesprochen, wir sind große Fans von Counter-Speech, also aktiver Gegenrede, die dann darin besteht, dass wir sachlich dagegen kommentieren, dass wir faktenbasiert kommentieren, beispielsweise indem wir auch Faktenchecks nutzen, also dass wir mit Humor arbeiten, mit Ironie, da gibt es auch großartige Beispiele von Initiativen, die das im Netz bereits tun. Und dass wir eben aber auch für uns persönlich die Folgen einschätzen dessen, was wir kommentieren. Also kann das für mich jetzt tatsächlich auch Probleme bedeuten? Was für Daten gebe ich vielleicht auch über mich im Netz bekannt? Gibt es irgendwo meine Adresse im Netz? Und was passiert, wenn ich jetzt genau mit diesem Klarnamen poste? Genau, ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt großartige Initiativen und Kampagnen im Netz, von denen wir auch viele unserer Infos beziehen. Und das ist zum einen HateAid, an die kann man sich wenden, wenn man selbst betroffen ist von Hass im Netz. Das haben bereits auch schon einige getan. Luisa Neubauer hat sich zum Beispiel von denen Hilfe geholt. Die bieten dann Prozesskostenhilfe an. Die haben ein psychologisches Team, die haben ein Team von AnwältInnen und die ziehen das dann quasi mit einem durch und helfen einem dabei. Die haben aber auch ganz viel Infomaterial und so weiter. Ich bin hier, war ursprünglich mal zunächst eine Facebook-Gruppe, aus der sich dann auch noch ein Verein gegründet hat. Das ist eine riesen Facebook-Gruppe und funktioniert eigentlich ähnlich zu vielen Hassgruppierungen im Netz, nur dass sie eben nicht mit Hass arbeiten, sondern mit Counter-Speech und Gegendarstellung. Also wenn Sie beispielsweise auf der Seite der Bild auf Facebook oder auf anderen Plattformen sehen, da gibt es ein Beitrag und da ist super, super viel Hass drunter. Da werden Frauen als Geburtsmaschinen betitelt. Dann posten die diesen Link da rein und machen sich dann gegenseitig darauf aufmerksam und im besten Fall gehen diese 44.000 Mitglieder dann zu diesem Beitrag und üben Gegenrede und kommentieren das sachlich zurück. Was der Verein aber eben auch bietet, sind Weiterbildungsangebote. Die haben eigene Publikationen rausgebracht. Die arbeiten mit vielen Menschen zusammen, die eben auch betroffen sind und machen da eine großartige Aufklärungsarbeit. Hass im Netz ist eine Seite, die haben auch eine Beschwerdestelle, die sind von Jugendschutz.net und dort, das ist so ein Beispiel, wo man Hass relativ niedrigschwellig und unkompliziert und vor allem aber auch anonym melden kann. Da gibt man dann die URL rein, da kann man dann so noch so einen kleinen Kommentar hinzufügen und dann gehen die dem nach. Ein letztes Beispiel, das ich gerne noch bringen möchte, das ist das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Da haben sich verschiedenste Institutionen zusammengeschlossen, unter anderem das Netz, HateAid hatten wir eben schon, Jugendschutznet hatten wir auch schon, die Neuen Deutschen MedienmacherInnen und die bündeln dort Informationen, bieten aber eben auch Weiterbildungsangebote an und bilden eben ein großes Kompetenznetzwerk. Ich hatte eben schon gesagt, oder du hattest es ganz am Anfang gesagt, dass auch die Grimme-Akademie tätig ist. Das ist jetzt die Überleitung. Überleitung, das wäre im Grunde genommen der letzte Punkt, dass wir nochmal sagen, was wir machen, aber das springe ich jetzt ganz schnell, damit wir die Zeit nicht übersteigen. Also wir machen Materialien zu diesen Themen und Sie können bei uns auf die Webseite gehen, Grimme-Akademie, weil alles, was wir an Materialien haben, ist kostenfrei runterzuladen. Also da verkaufen wir nichts, sondern das geben wir zu den verschiedenen Themen, Verschwörungserzählungen und Krieg und Medien und Desinformation. Also wir beschäftigen uns tatsächlich mit den unangenehmen Phänomenen im Internet, haben auch ein paar Videos dazu gemacht und haben jetzt auch Materialien gemacht zum Thema digitale Informations- und Nachrichtenkompetenz. Finden Sie alles bei uns auf der Webseite. Eine Aktivität, die wir gemacht haben, die Sie da nicht finden, würde ich einfach nochmal kurz erzählen. Das ist nämlich ganz simpel. Wir haben uns auch mal gefragt, was macht dieser Hass im Netz mit den Leuten, die da professionell mit umgehen müssen. Also das heißt, Leute, die Social Community Management machen, die Kommentare löschen müssen, die Kommentare bearbeiten müssen. Wie geht es denen eigentlich? Also weil das sind zum Beispiel Journalisten und Journalistinnen, aber viel auch Studierende, die bei den verschiedensten Institutionen sowas wie
Zuhörer, Zuhörerinnen, Telefone früher bearbeitet haben, aber jetzt halt da im Netz irgendwie tätig sind, denen wird immer gesagt, du musst damit professionell umgehen, das darf man nicht mit nach Hause nehmen, das muss man irgendwie ignorieren können, aber so einfach ist das tatsächlich nicht. Das macht was mit den Leuten. Und da haben wir angefangen, auch mit Psychologinnen zu arbeiten und so Seminare anzubieten, dass sich Leute, die da wirklich jeden Tag mit zu tun haben, auch mal zusammen hinsetzen können und sagen können, ich brauche da auch mal eine Unterstützung oder wie gehst du damit um? Also ich nenne das mal der Bereich Psychohygiene. Und der ist für professionelle Leute total wichtig, aber auch manchmal für jeden Einzelnen, wenn man sich nämlich dann in diese Sphären reingibt und immer diesen Scheiß liest, da nicht alleine zu bleiben. Das wäre sozusagen auch unser Tipp für all diejenigen, die darunter auch leiden. Also sich da wirklich zusammenzutun, sich auszutauschen und sich da auch gegenseitig zu unterstützen. Weil das Netz finden wir gut. Wir sind nicht für die Abschaffung des Internets. Aber tatsächlich sind die Phänomene, die man da findet, manchmal nicht so lustig und da braucht man Unterstützung und da muss man auch gemeinsam drüber reden. Und deshalb kommen wir auch gerne dann mal an verschiedene Orte und reden darüber, was das, was wir so oder was uns so bei dem Thema einfällt, Online Hate Speech. Vielen Dank. Das war's erstmal.